Servus, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Part mit TSV Hauptstadt. So, bin ich gerade beim Scouting gelandet? Wollte ich eigentlich nicht. Gut, was ich euch zeigen wollte, genau hier hatten wir gerade im vorherigen Part sich Verträge verlängert habe. Johannes Rothgang hat den Vertrag akzeptiert, genauso wie Benkenstein, was sich jetzt eigentlich direkt in unseren Finanzen widerspiegeln müsste. Und jetzt nicht so viel, wie ich erhofft hatte. Wir sind jetzt bei 392.000, vorher war es bei 394.000, aber zumindest 2.000 Euro auch hier mal wieder weniger. Aber es kommen ja noch ein paar Verträge, die weniger werden. Das heißt, wenn wir uns das hier anschauen, haben wir das Gehaltsbudget jetzt eigentlich schon um einiges reduzieren können. Sind aber natürlich immer noch zu hoch. Noch 40.000, um genau zu sein. So, Tactical Briefing. Da geben wir mal einen Co-Trainer. Und der Co-Trainer hat uns ja auch mal empfohlen, kreativer zu spielen. Das werde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Und dass wir einfach ein paar größere Räume uns auch eröffnen. Auch gerade unterzeichnet einen neuen Vertrag. Schauen wir mal. Und 382.000. Okay. Das ist schon einiges jetzt. Also jetzt sind wir so langsam dran, das Gehaltsbudget auf ein gewünschtes Level zu bringen dadurch. Sehr gut. Also wir reduzieren jetzt gerade drastisch die Ausgaben durch die Vertragsverlängerungen. Und haben zudem den Vorteil, dass sie, wenn sie jemand haben will, auch eine Ablöse kosten. Gut, Prokammer ist natürlich noch nicht wieder fit. Okay, so, jetzt geht es also ans Spiel gegen Ehrenbach. Sehr, sehr wichtiges Spiel. Sind jetzt mittlerweile auf den 5. Tabellenrand abgerutscht. Auch weil Weiden jetzt schon ein Spiel mehr hat. Aschaffenburg immer noch ungeschlagen, jetzt als einzigste Mannschaft mittlerweile. Da müssen wir jetzt einfach wieder dran anschließen. So, die Taktik ist so, wie ich sie im letzten Part eigentlich eingestellt habe, mit der Option dieses 4-4-2. Dazu Ball halten machen wir raus und wir machen kreativer Spielen rein. Und werden das Ganze jetzt auch flexibel. Anfangs habe ich ja das mit strikter Dynamik gemacht, jetzt sind wir bei flexibel. Kreativer spielen, Position halten, mehr in die Zweikämpfe gehen. Wir wollen jetzt zeigen, wer der Boss ist im Heimspiel. Und ja, wollen das Ganze natürlich jetzt erfolgreich gestalten. Marino Müller werde ich mal mitnehmen. Gegen Julius Büttner, den brauchen wir erstmal nicht auf dem Platz. Ja, wobei. Jetzt schwierig, wen lasse ich denn da jetzt zu Hause? Büttner, Obrusnik, Faser, Bär. Ne, wir lassen bitte nochmal zu Hause. Wir haben da noch Krell auf der Bank. Was habe ich jetzt gemacht? Ach, jetzt habe ich Krell. Moment. Köttler muss da hin. Krell hat auch einen guten Abschluss-Dribbling. Nein, also dann lassen wir den Büttner da. So passt es. Und gehen zum Spiel. Achso, muss ich mindestens 4 deutsche U23-Spieler beinhalten. Ja, dann müssen wir Müller doch mitnehmen. Und zwar für Grader. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Gut. Also mit 2 neuen Spielern mit leichten taktischen Veränderungen gehen wir in diesen Spieltag. Schauen, dass wir jetzt noch eine ganz gute Ansage hier machen. In der Gruppe der Spieler wird es still. Wir schauen aufmerksam rein und sind bereit zuzuhören. Wir sollten die Mannschaft ermutigen. Ich hab's dann alles Gute draußen. Habt Spaß. Okay, das funktioniert nicht. Ich sage, ich habe Vertrauen in euch. Auch das fällt nicht. Ich sag mal, leidenschaftlich, ich habe Vertrauen in euch. Zumindest Şentürk und Dellinger sind angeheizt.
Und auch bei Schmidt hat es ganz gut gefruchtet. Gegnerische Anweisungen müssen wir jetzt mal schauen. Engel sollte relativ eng gedeckt werden auch. Kresovic und Traut. Meiste Torvorlagen. So. Okay. Dann schauen wir uns das Ganze doch einfach mal an. Ob die Analyse, naja, die leichte Analyse, also so ein Datenanalyst wäre echt noch praktisch, aber wir haben einfach das Geld nicht. Und schauen uns das Ganze jetzt mal auf umfassenden Highlights an, wie sich dieses Spiel so darstellt. So, Schmidt kommt leider nicht an den Ball. Aber wir die gehen schon mal direkt aufs Richtung Tor. Schon mal ganz gut. Ballbesitz zu Beginn 62% innerhalb der ersten 5 Minuten. Und die erste Torschance durch Dellinger Kopfball und auch aufs Tor. Co-Trainer meint direkt weiterspielen. Können es gerne mal versuchen. Rotgang scheint leicht. Dellinger. Und Gegner klärt zur Ecke. Ah, jetzt habe ich mich verklickt. Entschuldigung. Machen wir gleich. Eckstoß, der leider nichts einbringt, wirklich. Aber wir bleiben im Ball. Rotgang, Şentürk. Benkenstein versucht es mal. Gut. Also so die ersten 12 Minuten sind schon mal ganz okay. Wieder Dellinger. Ah, schade. Und Schmidt mit dem Kopfball. So, jetzt schauen wir mal kurz auf die Analyse. Haben jetzt hier vorne relativ viel Ballbesitz. Wird wahrscheinlich fast dazu tendieren, leicht bisschen vorzuziehen noch. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Okay, Konter verhindert. Rotgang. Ja, das war natürlich abseits. Okay, aber in der ersten Viertelstunde keine Torchance zugelassen. Auch das ist mal ganz wichtig. Aber jetzt kommen sie wahrscheinlich, aber Köttler klärt ausgezeichnet. Zur Ecke. So, jetzt bitte klären die Ecke. Okay. Benkenstein rückt ein bisschen zu weit raus für meinen Geschmack. Ach, das gibt's nicht, Leute. Also bei allen Einstellungsmöglichkeiten, die ich taktisch machen kann, wie will ich so ein Gegentor verhindern? Engel. So ein. Ja, Köttler klärt ihn nicht und dann hier im Rücken. Nein, 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 Leute. Also. Was will ich da machen? Was will ich da machen? Mir fehlt die Qualität in der Verteidigung aktuell. Ganz offensichtlich. So, Thomann. Bellinger. Okay, und wir haben Eckstoß. Also, wenn wir das Spiel verlieren hier, dann. Weiß nicht, was ich dann mache. Ah, schade. Leicht. Mit einer eigentlich ganz guten Gelegenheit. Thomann.
Ja, aber sie kriegen den Ball nicht rein momentan. Das ist so lächerlich derzeit. Sieht nervös aus. Ja, eine Torschance an die war drin. Ansonsten kam ja von Erlenbach nicht wirklich was. So, Thoman, Rotgang. Şentürk. Leicht. War es abseits? Ich glaube, Thoman war doch noch nicht mal am Ball. Wie kann das abseits sein? So, jetzt aber Schmidt. Ach. Also, es läuft einfach nicht. Also, 7:1. Torschüsse haben hier eigentlich genau das, was ich wollte, wieder mehr den Ballbesitz. Geduldig spielen. Position halten raus. Verteidigung aufrücken. Oh je, oh je, oh je. Krug, passt auf. So, also ich tendiere jetzt stark dazu, in der zweiten Hälfte das 4-4-2 zu probieren. Brauche jetzt dringend wieder irgendein Erfolgserlebnis. Ja, zumindest mal wieder ein Tor. Krug, bester Mann auf dem Platz momentan. Das in einem Heimspiel. Oh, komm jetzt ab die Post nach vorne. Ich glaube, ich nehme aber auch dieses direkte Spiel wieder raus, weil ich glaube, das ist einfach momentan nicht die Wahl, die beste Wahl. So, Eckball, jetzt macht aber auch mal was draus, Jungs. Ach, wir stehen natürlich jetzt auch alle hinten drin mit der einzelnen Führung, klar. Also eigentlich, bis auf das Gegentor, macht man schon relativ viel richtig. Aber wir kommen halt eigentlich auch nicht in Tornähe, wirklich. Und es gibt Abstoß. Was tun, was tun? Also zumindest wäre ich mittlerweile schon fast mit einem Unentschieden zufrieden. Aber jetzt mal irgendwie wieder eine tolle Aktion. Es gibt Abstoß. Aje, aje. Aje, aje. Offensiv eindeutig zu wenig. Und Erlenbach,
Ja, wollte gerade sagen, kommt, aber jetzt vielleicht wir mal mit einer Chance. Abseits, ja. Wieder mal abseits. Also wir haben recht gut angefangen, aber jetzt so langsam. Ja, es fehlt auch so ein bisschen das Selbstvertrauen natürlich jetzt nach zwei Niederlagen in Folge, Pokal ausgeschieden. Das jetzt halt der Knackpunkt war mit dem Ausscheiden im Pokal. Bräuchten jetzt einfach eine glückliche Aktion. Ah, oh, Leute, das gibt's nicht. Das ist doch unfassbar. Die kriegen den Ball nicht über die Linie. Ihr habt's gesehen, also. Ah, sag jetzt mal bestimmt. Bestimmt. Schien bedrückt und schien das Vertrauen zu verlieren. Ach Leute, dann spielt halt auch besser. So, jetzt werden wir taktisch umstellen. Gehen jetzt auf das 4-4-2. Mit zwei Offensiven. Oh, mal. Ah, wir machen sie mal auf Unterstützen. So. Nehmen leicht raus. Grell rein. Ihn als Knipser. Grell als Stoßstürmer. Oder Zielspieler. Jentürk angreifen, Rotgang. So. Und die müssen jetzt aber auch einfach mal mit vorkommen, ist mir jetzt egal. Lassen die Tiefe weiter aufregen, Position halten. Nochmal raus, kreativer spielen. Schmidt soll in Zwischenräume ausweichen. Und auch Şentürk soll seine Position verlassen. So. Damit werden wir es jetzt probieren. Also hier haben wir schon wieder mehr Ballbesitz, aber. Müssen jetzt halt wirklich schauen, dass wir in Tornähe mehr Präsenz ausstrahlen. Ah, Şentürk mal aus der zweiten Reihe, okay. Kommt, Jungs. Ihr habt die Qualität, auf jeden Fall erstmal ein Tor zu schießen. So allerdings nicht. Also ihr seht schon, man kann relativ schnell in so eine Krise reinschlittern und sich die ganze Saison verbauen damit. Die verteidigen natürlich jetzt auch mittlerweile nicht schlecht, Erlenbach. Aber nichtsdestotrotz. Benkenstein, ja. Also der wird im nächsten Spiel nicht spielen. Mal schauen, ob wir den nicht sogar jetzt rausnehmen.
Also ich habe jetzt den Rotgang noch mal ein bisschen offen. Ah, jetzt hat sich Krell wahrscheinlich verletzt. Mal schauen, ob der noch weiterspielen kann. Ansonsten hätten wir ja Julius Bittner noch auf der Bank. So, jetzt komm. Ja. Es gibt aber Eckball. Aber da haben wir eigentlich bisher noch nie so gut ausgesehen nach Ecken. Bleibt auch dabei. So, Fehler. Jetzt Krell. Ach. Cemil Şentürk versucht es jetzt das ein oder andere Mal. Aber Rotgang will ich jetzt eigentlich nicht rausnehmen. Ich könnte Obrosnik, wie gesagt, noch. Also, ich könnte Obrosnik noch bringen. Oder ich bringe lieber Büttner. Schmidt macht einfach kein gutes Spiel, deswegen nehme ich den jetzt vielleicht doch noch raus. Und hoffe, dass Büttner da jetzt mehr bringt da vorne. Bauer, jetzt ein bisschen intensiver, aber mit dem Fehler, jetzt Fehler natürlich hinten. Aber macht schon den Weg zurück zumindest. So, Şentürk, der hängt sich wirklich als einziger richtig rein in das Spiel hier. So, Büttner. War das abseits, da hinten war da noch einer. Aber Erlenbach macht das richtig, richtig gut, kann man leider nicht anders sagen. Ah, ihr seht schon, ich habe schon den Ballbesitz und ich drücke die hinten rein, aber kriegen einfach. Flache Flanken. Geh weiter aufrücken. Ich kann ja schon fast nicht mehr machen, also. Soll ich tun? Richten müssen es die Spieler auf dem Platz und da kommt momentan offensiv zu wenig. Junge, Junge, Junge. So, jetzt. Hopp, Gegenstoß. Hopp. Oh Gott, ist das erbärmlich. Ich weiß nicht, was dir mit dieser Mannschaft passiert ist. Also von jetzt auf gleich funktioniert einfach gar nichts mehr. Also vor allem offensiv nicht. Defensiv war es ja vorher schon wackelig. Aber da hat die Offensive das zumindest abgefangen. Şentürk soll echt weniger schießen, er kann es halt einfach nicht.
Zum Glück war das abseits. Gut, also wir werden auf jeden Fall jetzt. Ah, das ist Kontern-Mentalität, sehe ich gerade. Ah, weil das jetzt das 4-4-2 war. Aber mit weiten Wellen werden wir da nicht durchkommen. Nächstens mal die Außen auf Angriff setzen. Mehr können wir jetzt nicht machen, können wir nur abwarten. Krell. Ja, diese Dinger sind normalerweise drin gewesen und am Anfang und wir versieben die jetzt reihenweise. Dellinger auch nur noch ein Schatten seiner selbst. Also, das ist wohl die dritte Liga-Pleite in Folge. War jetzt eigentlich Notbremse, oder? Rot? Gelb? Bei mir war es wahrscheinlich rot gewesen. Also Thoman macht ein ganz gutes Spiel, Şentürk. 15 zu 7 Torschüsse, aber kein Ertrag. Und es gibt nochmal Ecke. Ja. Gut, also die taktischen Änderungen, die ich mir vorgenommen habe durch die Analyse, haben nichts Wirkliches bewirkt. Wir hatten zwar ein bisschen mehr Zugriff im Mittelfeld im Vergleich zu den letzten Spielen, aber nicht genügend, um Torgefahr auszustrahlen. Und verlieren damit das dritte Spiel in Folge in der Liga. So, das nächste Spiel ist dann gegen Tabellen 6 und SC Feucht, die wahrscheinlich ist sogar, ja, die sind direkt hinter uns, können auch sogar noch überholen, weil die haben noch ein Spiel weniger. Und wir verlieren weiter an Boden. Krell noch verletzt, okay, 2 bis 3 Tage. Ja, die Chancenverwertung. So, jetzt schauen wir mal an die Spiele. Das wird ja leicht verbessert. Aber ihr seht halt schon seit diesem Zeitpunkt hier, das war der Pokal, waren die Spiele sehr, sehr schlecht und ja. Wir müssen jetzt mal da schnell eine Lösung finden. Okay, also in diesem Spiel hat es auf jeden Fall wieder mal nicht geklappt. Ich werde jetzt auf jeden Fall wieder Phaser bringen im nächsten Spiel, weil das hat nicht so den gewünschten Effekt gehabt. Und Abschluss, Weitschüsse. Wird vermutlich Krell erstmal seinen Stammplatz wiedergeben, weil er einfach einen besseren Abschluss hat. Dellinger auf Unterstützen. Und schauen, ob das in der Kombi dann demnächst funktioniert. Ja. Sehr, sehr ärgerlich das Ganze, aber nun mal nichts zu ändern. Leicht unterschreibt ein. Okay, und Teambesprechung. Wir brauchen jetzt eine gute Stimmung. So, ich bin wirklich darauf bedacht, dass wir den Köpfen nicht in den Sand stecken. So, wir müssen eine Schippe drauflegen.
Das ist die Reaktion, die ich hören wollte. Ja, aber hallo. Es wäre halt wirklich mal ein Sieg enorm wichtig. Auswärts wäre natürlich noch umso schöner. Wir bräuchten natürlich jetzt mal so einen Verein Vach oder Amberg, die jetzt kommen. Irgendwas, was wir wirklich einfach mal weghauen können in der Liga. Aber jetzt spielen wir gegen Feuchte und danach gegen Eltersdorf. Also vermute ich mal eher fast, dass die Krise nicht gerade geringer wird und sich eher auswachsen wird. Und wir müssen da jetzt einfach schauen. Puh. Danach geht's gegen Amberg und Ansbach. Okay, Amberg. Ansbach, das sind dann die Spiele, wo ich also jetzt nicht zu viel Boden verlieren und dann schauen, dass man die Spiele gewinnt. Becker ist nicht mehr beunruhigt, das ist auch gut. Scouting-Meeting mache ich gleich. Mache ich schnell. Können wir mal weiter scouten, ruhig. Den können wir, nein, den wollen wir nicht weiter scouten. Oh, der sieht vielversprechend aus. Den können wir auf die Auswahlliste setzen, dann weiter scouten. Der junge Torhüter. Ein junger Torhüter. Zum Kosovo brauchen wir nicht. 19-jähriger Verteidiger. Anna. Okay. Gut. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen auf jeden Fall. Hat leider nicht den gewünschten Effekt gehabt, diese taktischen Umstellungen. Es war ein bisschen besser, war es schon. Also wir waren offensiv, wir hatten schon mehr Chancen und so. Von dem her, das kann man eigentlich nicht sagen, aber es fehlt halt dann noch das letzte Stückchen. Ne? Und ich werde jetzt einfach mal ein bisschen weiterspielen und schauen, dass ich halt das noch umbiegen kann. Und genau. Schau dann mal, dass ich euch dann demnächst wieder ein bisschen bessere Form präsentieren kann. Und ja, bis dahin sage ich erstmal Servus und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.